Hallo Fabio. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Man muss sagen, es ist Mittag um 12 Uhr. Eben, morgen. Du bist ein Nachtmensch. Definitiv. Das ich bin ein Morgenmensch. Ich bin um 5 Uhr aufgestanden, ohne Wecker. Aber freiwillig. Das trifft in der Mitte, das ist super. Genau, also wir könnten zusammen wohnen, wenn du unterwegs bist, schlafe ich und wenn ich unterwegs bin, genau, schlafst du. Genau, das ist eine gute Idee. Also, weil du WG brauchst, machst genau. Du machst hyperreale Landschaftsfotografie. Exakt. Hast du den Begriff kreiert? Wenn ich nach dem google, kommst nur du. Aber habe ich kreiert, ja. Das klingt cool. Also Landschaftsfotografie ist klar hyperreal. Was kann man sich darunter vorstellen? Schöner, als es in echt ist. Also hyperreal, halt einfach noch realer als real. Oder so, wie es sollte sein, so wie es wäre, wenn wir Menschen nicht dort wären und alles wieder kaputt machen. Mhm. Also das Schönste von allen Bereichen rausgeholt in der Best. Also einfach vom ganzen Tagesablauf die schönsten Momente in einem Bild. Der ganze Tagesablauf ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ja, aber so ein Sonnenaufgang, so ein Untergang, Sterne. Also wenn du das auf Timeblendings ansprichst, ja. Dann ja, dann ist es so ein bisschen, geht es eigentlich darum, dass man halt, wenn man längere Zeit an einem Ort ist, wenn ich Stunde, zwei, drei oder Tag an einem Ort bin, dass ich halt die ganzen Eindrücke, die ich dort habe, probiere, in ein Bild hineinzubringen. Mhm. Also das Ganze, halt eben, ja, wie du sagst, die schönsten Momente, die ich dort erlebt habe, oder die schönsten Gefühle, die ich dort hatte, in ein Bild hineinzubringen. Für mich ist es einfach irgendwie mit einer 200stel Sekunde nicht gemacht, ein Bild so abzulichten, wie es sich für mich angefühlt hat. Weil, also ich meine, sorry, niemand geht an den Ort, macht die Augen auf, macht sie wieder zu und läuft wieder weg. Also kann mir niemand erzählen, dass er nur das gespürt hat. Und ich verbinde ja mit dem Ort das Ganze, was ich dort erlebt habe. Die ganzen Gefühle vom ersten Licht, das oben am Himmel kommt, wenn die Sonne raufkommt, dann irgendwelche Lichtstrahlen, die runterkommen, vielleicht hat es noch Nebel, der irgendwann plötzlich kommt. Ich kann das alles in mir erinnern, was ich spüre, was ich in Erinnerung habe von dort. Und ich probiere das so ins Bild hineinzubringen. Also eben halt nicht einfach eine Momentaufnahme, sondern die komprimierten Gefühle ja im Bild hinein. Wieso mache ich keinen Film? Ich kann es nicht. Okay. Weil ich dachte, so machst du das alles in ein Bild, dann könntest du einen Film drehen. Aber es ist nicht das Gleiche. Ja, ja, könnte ich schon. Du versuchst, alles in ein Bild darzustellen. Mhm. Interessant ist, du bist erst 36, du bist gelernt... 37. Aber darfst du mir sonst auch 26 sagen, ist kein Problem. Da sind wir fast gleich alt. Genau. DJ war Musikproduzent und hast dann irgendwie durch einen Zufall realisiert, dass du mehr Talent hast als Fotograf, mhm, anstatt Musiker. Also mein ganzer erster Teil des Lebens ist eigentlich nur um Musik gegangen. Ich habe mit 13 angefangen als DJ, dann mit 15 habe ich angefangen zu produzieren. Habe dann irgendwie lange auch als Tontechniker geschafft, also ich habe Audioingenieur studiert, Tontechnik studiert. Habe ein Tonstudio eröffnet, also Genossenschaft eröffnet mit ein paar Partnern zusammen. Habe dort 4 Jahre Geschäftsführer gewesen, habe zwischendrin mal noch schnell im Pro-Musik, also im Musikinstrumentenverkauf und so geschafft, nebenbei ein bisschen. Und habe dann irgendwann mal nebenbei so plötzlich eine Kamera gekauft und für einen Videoclip-Dreh von einer Künstlerin, die ich damals produziert habe, zu Behind-the-Scene gefotet, in einem Losplay. Ja. Wie hat mir das gefallen? Und dann irgendwie, ich weiss auch nicht, dann habe ich mit meiner damaligen Freundin den Hund gehabt, dann sind wir halt oft mit dem Hund spazieren, ich habe die Kamera mitgenommen. Und so, wie es halt so ist am Anfang, so ein Knipsel-Ding, oder? Ja, einfach alles knipsen, was von der Linse kommt, die ganze Familie genervt damit. Keine Ahnung, und plötzlich bin ich Fotograf gewesen. Ich weiss es auch nicht, es war nie Plan gewesen. Ja schon, aber man kennt ja viele Fotografen, die jetzt im Internet bekannt worden sind, wo nicht Fotografie gelernt oder studiert haben. Und die haben es alle irgendwie über Umweg geschafft. Also das heisst nicht, dass man Fotografie muss gelernt haben muss, um gut zu werden. Ich würde sogar das Gegenteil wagen behaupten. Ja, ich auch. Kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber ich bin der Meinung, dass die es nicht gelernt haben, die besseren Fotografen sind. Wir machen es aus einem Gefühl heraus, aus einer Passion heraus, aus einem Feuer, das brennt. Ich finde es sehr gefährlich, Beruf, wo eigentlich Kreativität das Wichtigste ist, weil zu erlernen in einer Schule. Das Problem, also vor allem das werde ich mich wieder mehr hassen, bei den alten Garden-Fotografen, die kommen aus einer Zeit, wo man sich noch nicht messen musste mit allen weltweit. Mhm, genau. Das heisst, man hat das gelernt, man war der Dorffotograf und man hat einfach die Aufträge bekommen. Ja. Heutzutage gehst du ins Internet und siehst 50 andere, die 100 Mal besser sind. Also darum haben wir heute so viel bessere Fotografen. Weil früher nur die es gelernt haben, sind Fotografen geworden und man kann Kreativität nicht lernen. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Also ich meine, ich sehe das auch immer wieder an Workshops, da kommen die Leute an, denen muss ich eigentlich nur noch so einen Anstoß geben, ja, und es funktioniert alles, es ist alles perfekt, weil sie können es schon, es ist in ihnen drin. Und handkrumm gibt es Leute, die irgendwie seit 30 Jahren Profi sind und mir das sagen auch, ich bin seit 30 Jahren Profi und irgendwie an den Workshops dann wollen die anderen belehren. Aber die schlechtesten sind vor allem, die dort sind. Also der, der irgendwie seine erste Kamera in der Hand hat, gerade bessere Bilder macht als der seit 30 Jahren. Also es ist so wie,
Man kann das nicht lernen, entweder man kann es nicht fertig. Das habe ich schon ein paar Mal gedacht. Das hast du dann in 30 Jahren lang gemacht, wenn du 30 Jahre fotografiert hast und Bilder anschaust. Genau. Ja, aber ich glaube, ich bin der Meinung, du kannst Handwerk lernen, aber Kreativität ist etwas, was du nicht kannst. Du kannst vielleicht jemanden einen Anstoss bekommen oder einen Input, aber wenn du kreativ bist, kannst du im Prinzip kannst aufhören. Das ist einfach so. Oder ja. Du kommst auch nicht über ein bestimmtes Level raus. Genau. Also, das ist ja schlussendlich eh so. Ich meine, es braucht wie beides. Also, es ist so, wie ich sage, es gibt die übertalentierten Typen, die nie etwas erreichen, weil sie einfach faule Säcke sind und kein Durchhaltevermögen haben und einfach nicht irgendetwas können machen, weil sie kein Reisser sind, kein Macher. Und es gibt die Typen, die sich den Arsch aufreissen, aber einfach kein Talent haben. Und die kommen beide aufs gleiche Level. Ja. Also, ich meine, ich bin in der Musik so gewesen. Ich hatte null Talent gehabt. Aber ich habe mir den Arsch aufgerissen, wie blöd. Das heisst, ich habe schlussendlich das Gleiche erreicht, wie viele von meinen Kollegen ringsum, die sehr viel Talent hatten, aber einfach faule Säcke waren. Ich komme aus der Hip-Hop-Szene, das sind alles Kiffer und so, die machen den ganzen Tag nichts. Also, ja, ist ja gleich. Aber ich bin stagniert nachher. Also ich konnte nicht mehr weiterkommen, weil mir einfach das letzte bisschen gefällt. Die letzten 20% ist einfach das Talent. Und wenn du beides hast, wenn du das Talent hast und den harten Willen und das Arbeiten und das Know-how und auch noch ein bisschen Glück, dann kommst du ganz rauf. Also dann musst du aber einfach eben the whole package, also dann brauchst du einfach alles. So, ja. Also es ist nicht nur das harte Arbeiten, sondern auch ein gewisses Talent oder ein Background, den du mitbringen musst, damit du überhaupt so weit raufkommst. Und ein Glück natürlich. Apropos Glück, du sagst bei deinen Bildern, es ist 30% Planung, 30% Fotografie, 30% Nachbearbeitung und noch 10% Glück. Mhm. Weil eben das Wetter kannst du nicht beeinflussen. Schöne Szenen, wo das Wetter vielleicht Kapriolen machen, kannst du auch nicht beeinflussen. Aber es ist nach wie vor, es ist 90% harte Arbeit, nehme ich an. Also das ist nicht einfach anstehen, ein bisschen rumfräsen mit dem Auto und denken, da ist es schön. Ja. Glücklich wissen die meisten, die das schauen, Fotografen, und die wissen ja, dass es nicht so einfach ist, wie alle meinen. Ich finde es immer so lustig. Ich freue mich immer noch, wie aufwendig das ist, aber da reden wir nachher drüber. Aber es ist schon nicht so ganz ohne. Ja, ganz klar. Also ich meine, nur schon das Planen, das mache ich eigentlich am wenigsten gerne vom Ganzen, ist sehr mühsam. Und ich meine, aber das Fotografieren selber auch. Ich meine, auch wenn du nicht an die, sagen wir jetzt mal, ich bin ja nicht bekannt dafür, dass ich irgendwie auf den Berg hochklettere mit Seilen und weiss nicht was. Ich bin ja nicht so der Adventure-Fotograf, der irgendwie 7 Tage in der Pampa raushockt alleine ohne irgendwie etwas. Ich mache ja eher die grossen Spots und schon auch spezielle Sachen, aber halt, ja, also nicht so, dass ich jetzt irgendwie wie ein Tobias Rieser oder so, der die Hälfte von seinem Leben in den Bergen oben verbringt, sondern die easyere Sachen. Aber auch das ist, ich meine, wenn du auf einer Fototour bist, dann bist du jetzt halt einfach eine Woche lang ohne Schlaf. Ja. Und dann auch, also ich habe vorletztes Jahr meinen Bruder mit auf einer Fotoreise als Fahrer, dann habe ich die Autoprüfung noch nicht gehabt. Und ich bin 37 noch keine Autoprüfung gehabt, bis vor kurzem, ich weiss. Und der hat von dir, sorry, aber das Einzige, was du machst den ganzen Tag, ist warten und dann nachher rumrennen. Einfach so, ja, du wartest, bis das Licht kommt, suchst, rennst am Licht nach und dann ist Stress und dann ist schon wieder vorbei und dann gehst du am nächsten Spot und wieder von vorne. Also, ja, es ist anstrengend, das braucht viel Zeit. Und was ich auch immer lustig finde, so, ich meine, eben, wir haben jetzt eigentlich nur von der Planung und Fotografieren selber geredet, so, aber ich meine, als Berufsfotograf hast du ja doch noch ganz vieles mehr als nur das Fotografieren. Es ist ja nicht so, dass ich nur, ich meine, die Leute draussen, die sehen meine Insta-Stories, die sehen, oh, jetzt ist schon wieder dort. Du bist zwischendrin sehr viel Aufwand. Genau, aber die Zeit, wo du daheim im Kompi hockst, am E-Mails beantworten und machen und tun und schreiben und tun, das ist ja wie jedem anderen Job auch. Also, das ist nicht nur Spass. Das denke ich auch, dass es noch keinen Spass macht. Darum habe ich irgendwann aufgehört. Darum habe ich dich vorher gefragt, wie lange du das noch machen willst. Aber offensichtlich bist du noch mit drin. Ja, also ich bin am Anfang. Ja, stimmt. Du hast erst seit 5 Jahren. Ja, etwa. Und mein Ziel ist die Weltherrschaft. Das ist gut. Durch Fotografie erreichen. Du hast es schon mal geschafft, bei einem Ravensburger Puzzle dabei zu sein mit 1000 Teilen. Mhm. Ich glaube, du hast noch nie jemanden getroffen, der das geschafft hat. Es ist einfach cool Nebeneffekt, sind die auf dich zugekommen? Mhm. Also die eine von denen, wie nennt man das? Die Managerinnen, die Sachen, also einfach so die entscheiden, welche Bilder sie wollen oder wo Bilder sucht, die followt mich anscheinend auf Instagram. Ja. Und die sind mir dann vor 2 Jahren das erste Mal, oder vor 3 Jahren das erste Mal sogar, haben sie mich angefragt wegen einem Bild. Damals von der Rakotsbrücke, was sie wollen machen. Dann ist dann aber das nicht zustande gekommen, weil ich glaube, Rakotsbrücke ist nicht ganz einfach wegen Lizenzierungen und so, habe ich gehört. Ja. Und dann haben sie mich vorletztes Jahr jetzt nochmal dann irgendwann geschrieben, was mit dem Bild wäre, ob sie das könnten haben. Und dann ist das jetzt Anfang 2018, ist es in Verkauf gekommen. Ist das lukrativ? Ist das ein einmaliger Betrag, oder? Es ist ein einmaliger Betrag. Also wenn ich wieder prozentual daran verdiene, wäre geil. Ja, wer weiß, kann nicht für Puzzles verkauft werden, aber ja, also
Also der Vertrag, wo wir, also wir sind schon über 3 Jahre raus und das sind in mehreren zehnstelligen 1000 Bereich, die pro Jahr verkauft werden sollten. Also wo ich mindestens den Vertrag dafür habe. Okay. Also das ist, ich glaube, schon recht lukrativ aus dieser Sicht. Also für mich ist es okay gewesen, ich habe gut verdient. Ja, vor allem, du musst ja nichts machen, das Bild ist schon so da gewesen, oder? Genau, ja, aber es müssen zuschneiden, das ist nicht in dem Format. Ja, aber das sind die einfachen Sachen, die kommen. Weil wenn du irgendein Buch schreiben musst, dann musst du immerhin noch etwas, ist so. Etwas machen. Nein, also ich meine rein Aufwand, Nutzen, Ist gut. Ja. Also wenn es wieder kommt, würdest du wieder mitmachen? Das sofort. Ein erstes Bild, das ist eben jetzt das hyperreale Landschaftsfotografie und das ist jetzt das sogenannte Time-Blending. Genau. Kannst du das kurz in 2 Sätze beschreiben, für die, die noch nie gehört haben? Kurz und einfach gesagt, das Time-Blending bedeutet, dass ich Bilder, die das Bild beinhaltet, also die einzelnen Elemente, die das Bild beinhaltet, über einen längeren Zeitraum, also eine Stunde, eine halbe Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden hinweg aufnehmen. Jetzt in dem Fall ist das Timelining von Tag in die Nacht drin, halt einfach damit die genug Qualität im Bild haben, damit die ganzen Bereiche, wenn ich jetzt, es wäre auch möglich, alles in der Nacht zu machen, ganz klar, es ist alles genug weit weg, es ist nicht so das Problem, wenn die Blende offen ist. Ja, aber ISO und so ist ja wahrscheinlich nicht so. Eben genau, es rauscht halt immer mehr in der Nacht, es ist immer, in der Fotografie ist alles ein Kompromiss. Ja. Immer. Und ich probiere so wenig wie möglich Kompromisse eingehen, ich bin nicht so ein kompromissbereiter Mensch. In dem Moment ist es für mich eigentlich der kleinste Kompromiss, wenn ich eben halt den Vordergrund einfach während der blauen Stunde schiesse. Dann, wenn es noch ein bisschen Licht hat, das heisst, mein Bild rauscht nicht, ich kann meine Blende noch mehr zulassen, ich habe ein richtig schön scharfes Bild, ich habe alle Details im Bild, die ich will. Und ich weiß, da gibt ganz viele Menschen, die sagen, das hat die mit Fotografie zu, das ist Digital Art, weiss, was auch immer. Die jetzt abstellen, wenn sie nicht schon abgestellt haben. Nein, die schauen zu und regen sich konstant über mich auf und drücken die und sagen, was ist das für einer, was macht das? Nein, ich habe auch viel Hate, also ich finde das so cool. Das ist echt ein Kompliment, all die Hate, sind echt, weil genau. Nicht muss man sich verdienen, Mitleid. Genau, weil da kommst du geschenkt über, so ist über. Aber eben, sind jetzt im Vordergrund, ist jetzt fast alles scharf, oder? Also hast du einfach auch mehrere Ebenen, die du fotografierst, als einzelnes Bild? Nein, da ist nicht, wenn du mit einer Elferblende fotografierst und der Vordergrund ist irgendwie 50 Meter weg. Okay, dann, also, dann ist es scharf. Könntest du eigentlich heißt sogar mit einer 2,8er-Blende noch alles schaffen, wenn du nicht fokussiert hättest. Also gehst du hin, stellst das Stativ an, machst das Bild zur blauen Stunde oder nachher dann auch noch ein paar Bilder und wartest, bis die Milchstrasse am richtigen dort Ort nicht, ist. Genau. Und dann machst du die nächsten Bilder und in dieser Zeit darf einfach niemand das Stativ herkommen. Ja, also solltest du nicht an einem viel frequentierten Ort machen. Vor allem nicht, wenn es asiatische Touristen hat. Die sind nicht so. Ja, logisch. Das ist, und dann wartest du einfach 3-4 Stunden, 1-2? Ja, teilweise 3-4 Stunden, teilweise weniger. Also das war nicht so lang, weil mir ist das ziemlich gerade nach Sonnenuntergang dort, wo sie müssen sein. Aber ja, also ich meine, es ist auch schon vorgekommen, dass ich nochmal mich ins Zelt lege und schlafe ein bisschen oder so. Also, oder nebendran den Schlafsack kann legen und dort schlafen ein paar Stunden. Und ich bin darauf an. Also ich bin ganz ehrlich, es ist manchmal scheisse ich auch ein bisschen. Also wenn ich jetzt weiss, die Milchstrasse ist 3 Stunden später dort. Also mal vorweg genommen, ich tue nie ein Element, also ich tue die Milchstrasse nie an einen Ort, wo sie nicht kann, sein kann in dieser Nacht. Aha. Aber wenn ich jetzt weiss, zum Beispiel die Milchstrasse ist am 3 Uhr morgens dort und ich bin jetzt aber irgendwie am 11 Uhr dort und ich kann sie jetzt schiessen, sehe ich nicht so den Grund, warum ich sie nochmal, keine Ahnung, 4 Stunden da warten, bis sie dort ist, wo sie ist, dann nehme ich sie jetzt auf, wo sie jetzt ist und schiebe sie halt in der Nachbearbeitung ein bisschen über. So Sachen mache ich. Okay. Weil, also für mich ist es so, es ist legitim. Warum soll ich nochmal 4 Stunden länger dort warten, damit ich das habe, was ich nachher muss haben? Wenn es auch einfacher geht oder wenn es auch so geht, dass ich mehr als nur 1 Bild kann machen mit dem. Also sind alle Elemente fotografiert, du würdest jetzt im Photoshop kein Element künstlich erzeugen? Licht erzeuge ich. Alles andere nicht. Also so ein... So Light Flares, also ja, so ein kleines... Also nicht irgendwie... Also ich sage, ab dem Moment, wo das Bild nur von dem lebt, wenn es jetzt irgendwie einen Baum hat, wo Lichtstrahlen durchkommen, das wäre für mich fake, weil das ist ja dann irgendwie nicht mehr... Also dann geht es eigentlich nur um das. Das Bild wäre nichts wert ohne das. Aber also das sieht man auch in einem von meinen Videotutorials, die ich jetzt gerade Anfangsjahr rausgegeben habe. Dort arbeite ich, das ist ein recht langweiliges Bild, das Wetter hat nicht gepasst, wir haben uns mehr Farbe mehr und so weiter erhofft. Und in so einem Moment ist dann natürlich schon so, dass ich ein bisschen die Trickkiste greife und anfange am Licht rumzubasteln. Also mit mehreren Orteneffekten übereinander, mit verschiedenen Plugins, wo du ein bisschen Licht erzeugen kannst, ein bisschen mehr glowt, wo du dann halt so Zeug machst. Aber Elemente ins Bild rein tun, tue ich eigentlich nicht. Okay, ja. Das Motiv kennt man wahrscheinlich, aber ich habe es noch nie so spannend oder spannend, einfach anders fotografiert gesehen.
Also du suchst einen Vordergrund, weil das Ding ist schon weiter weg, das sollte man auf der Insel, man will eine Spiegelung haben. Und bei den meisten hört es dann auf, die sind schon froh, wenn sie sich irgendwie so im oberen Bereich sehen. Und du holst noch irgendetwas im Vordergrund an, damit es noch ein bisschen mehr Tiefe gibt. Oder Vordergrund macht Bild gesund. Genau. Das ist, und das ist jetzt aber auch irgendwie vom Fokus her? Das ist ein gestacktes Bild. Also es wäre auch ein Single-Shot gegangen, hätte einfach einen Schritt weiter hinten vielleicht noch müssen und halt irgendeinen Kompromiss machen, dass ich halt dann den Fokus irgendwie auf das vordere Ende vom Gras lege, damit die Schärfe übers Gras habe und gegen Führen nehme. Aber da ist der Fokus gedeckt, weil ich meine, wenn ich Zeit habe zu machen, warum soll ich das nicht machen? Das läuft nicht davon, ja. Ist nur auch noch wieder der Vorteil, ich kann natürlich fürs Gras können eine andere Belichtungszeit nehmen als fürs Wasser. Das heisst, das Wasser ist länger belichtet, damit es schön flat ist. Sieht man ja am Nebel, der Nebel ist ja auch schon ein bisschen gezogen. Das Gras hingegen, wenn es ein bisschen Wind hat, kommt nicht so cool, wenn es lang belichtet ist. Das heisst, ich habe da gerade zwei Flüge mit einer Klappe geschlagen eigentlich und kann das so können machen. Und dann haben Sie zwei Aufnahmen, eins vor dem genau, und eins für Vordergrund, Hintergrund. Gut. Du verbringst sehr viel Zeit vor Ort zum Fotografieren und nachher daheim zum Bearbeiten wahrscheinlich noch fast gleich viel Zeit, oder? Wo ist mehr Zeit? Also jetzt, sagen wir jetzt bei dem Beispiel von vorher, vor Ort hast du jetzt nicht so viel Zeit gebraucht, sage ich mal. Du gehst dann abgesehen davon, dass es noch irgendwie 7 Stunden entfernt ist von da und zuerst nicht rauffahren musst. Das stimmt, das rechnen wir jetzt mal nicht ein. Das gehört aber mit dazu. Natürlich, ja. Ja, so gesehen ist natürlich sehr viel Aufwand für, ja, für jetzt ein Bild. Ja, also ich meine eben, wenn das haben wir jetzt 3 Spots gemacht, wir sind 2 Tage dort rauf, bin ich mit einem guten Kollegen, mit dem Sigi. Der ist hardcore, wir sind schon 36 Stunden ohne Schlafen unterwegs und so. Also das ist, fahrst du dort rauf 2 Tage und dann machst du alle Spots, dann fahrst du wieder runter, so. Und wer fährt dann, wenn du abwechselst? Also damals, immer der Sigi, ist der Sigi immer gefahren, weil ich noch keine Autoprüfung hatte und jetzt würde ich das natürlich selber machen. Weil eben, der schläft dann kaum. Nein, der ist eh hardcore, der Typ ist krass, der, okay. Ist, der braucht keinen Schlaf. Eben, also einfach hier der Aufwand gehabt, wenn du Zeit und alles recht ist mit dem Fahren schon relativ groß. Aber Bildbearbeitung, wie viel? Ja, bei so einem Bild jetzt nicht so lange. Okay. Eine halbe Stunde, 3/4 Stunde vielleicht, weil es ist nicht viel gemacht. Also es ist eigentlich nur der Fokus, der gestackt ist. Und ich meine, es gibt die Momente, wo einfach eh alles schon stimmt. Also wenn das Bild schon in der Kamera stimmt, also ich meine, das ist... Ja. Oft wird ja mir quasi vorgeworfen, ja, wenn du 50 Bilder machst, klar kommt etwas Gutes raus und am Schluss kannst du zusammenbasteln, bla bla bla. Aber ich meine, also mir ist schon auch, mir geht schon darum, dass das Bild stimmt. Also ich meine, also wie der Audiotechniker hat mir immer gesagt, shit in, shit out. Also wenn ja, etwas Scheiße aufgenommen wird, dann wird nie ein Top-Shot draus. Und in dem Fall, sorry, das ist einfach so einer von den Momenten, wo, keine Ahnung, wo du vielleicht 10 hast im Leben oder 20, weißt, wo einfach alles gestorben hat, wo das Licht perfekt war, wo einfach nur noch ein abdrucken. Und ja, aber auch dann musst du dort am richtigen Ort stehen, dass die Komposition stimmt, dass es gut aussieht. Weil der jetzt nichts kann, der steht auf dem falschen Ort an und macht einfach nur, sieht einfach nur die Inseln und wird nur ja, das Ding fotografieren. Ja, keine Ahnung, aber das ist das, was ich mit der Kreativität gesagt habe. Entweder machst du dann das Richtige oder nicht. Ja. Ein ähnliches Motiv, also ein ähnliches Bildaufbau hinten dran, das ist im Felsen, wo ist der? Das ist in Teneriffa. Und vorne dran so grün, das ist halt auch wieder ein bisschen hyperreal. Ja, es ist natürlich stark rausgeschafft und so. Aber also ich meine, der Farbkontrast ist ja schon so in echt auch. Also man ist ein Single-Shot übrigens, das ist nichts gestackt, gar nichts. Das ist halt einfach das Moos oder Seegras, das durch die Eppe führen kommt und wo einfach geil ist, einfach so. Und sehr weitwinklig aufgenommen? Ja, ich glaube mit dem 14-24 von Sigma, 14 mm, vielleicht also sogar mit dem 14, vielleicht sogar mit dem 14-1.8. 14-1.8 von Sigma, du schaffst nicht mit Sigma? Ich arbeite nur mit Sigma Linsen. Okay. Also ich bin auch Sigma Ambassador, aber Kamera ist ein Nikon. Nikon D850. Okay, für die, wo für die Nerds. Die gute Kameras wollen, kaufen den Nikon D850 und Linsen nur Sigma kaufen, unbedingt. Gibt nichts Besseres. Dann machen das solche Bilder. Genau. Wir einfach nur... Ja. Was macht man während dem langen Warten, jeweils? Ausser zu schlafen und ich habe Bilder gesehen und grilliert irgendwo. Ja. Also eigentlich, ich bin früher ein unglaublich... Du warst sehr geduldig gewesen. Eben, also ich bin unglaublich ungeduldig gewesen früher, immer. Und ich habe durch Fotografie, das ist sowieso... Meditation? Ja, also ich bin... Aber es ist auch nicht lang, es ist schon dunkel und es ist irgendwo in den Bergen, wo überhaupt nichts rum ist. Also das Dunkel in den Bergen ist im Fall geil. Also das ist so... Eben so eins von meinen... Ich sage es mal, das schönste Erlebnis ist vor 2 Jahren, wo wir in der Nacht beim Lago Bianco am Fotografieren waren. Da ist etwas Schwarzes gehabt während der Belichtung, also irgendwie so 7 Minuten Belichtung gemacht, und einfach aufs Eis gelegt. Und einfach so, du schaust einfach auf und siehst Sternenhimmel oben an dir. Ja. Unter dir hörst und spürst das Eis. Das sind so Momente, wo ich glaube,
einer der Gründe, warum man überhaupt als Landschaftsfotograf in die Natur rausgeht, weil einfach die Natur ist einfach... Natur zu spüren. Ja, es wird einem nicht langweilig bei dem. Es ist ja nicht irgendwie auf der Buswart oder so, weil du bist in der Natur. Ja, es ist natürlich ein anderes Warten, das stimmt. Du kannst mir überlegen, du bist einfach dort und hast nichts zu tun, aber du kannst dann in dieser Zeit Natur du anschauen bist, und genau, geniessen und rumschauen. Ja. Also ich, für mich hilft das im Fall auch. Also ich habe meine Psyche, als ich angefangen mit der Fotografie, durch ein Burnout recht kaputt gewesen. Mhm. Und es hat sich nie so richtig, also das Burnout ist schon 3-4 Jahre her gewesen, aber es hat sich nie so richtig regeneriert. Und die Landschaftsfotografie hat mir wirklich geholfen. Also die Zeit in der Natur zu verbringen, das die Natur zu spüren, das Ganze, das ist... Ja. Also machst du gar nicht wegen den Fotos? Eigentlich nicht, nein. Nordlichter. Ja. Sieht unglaublich hyperreal aus. Ist es wirklich? Ich bin noch leider noch nie das Nordlicht gesehen. Das ist nicht etwas, was auf meiner Bucketlist steht. Kommst du mit mir auf eine Fotoreise? Wir haben gerade jetzt neue Island-Tour ausgeschrieben. Gibt es irgendeinen Job, wo man einfach Zeug umtragen kann und nicht mehr fotografieren muss? Ich meine, wir brauchen einen Behind-the-Scene-Fotograf, sondern genau. Einen Street-Fotograf. Dann genau, kannst du das stimmt. Eben, es ist unglaublich grün alles. Und also wenn ich das Bild gesehen habe, muss ich sagen, das kann gar nicht so ausgesehen haben. Wobei ich habe aufgehört, so Zeug zu sagen, weil ich habe noch nicht alles gesehen auf dieser Welt. Also ich meine, so leuchtig grün ist es vielleicht nicht gewesen. Mindestens nicht so grün-blau, weil sie ja eigentlich weniger bläulich sind, sondern eher mehr in einem Grün hinein. Und zu Nordlichter ist es immer so, ich meine, es gibt ja ganz viele verschiedene Arten von Nordlichter. Also es gibt die Nordlichter, die du wirklich nur mehr siehst, fast auf der Kamera, weil sie nur ganz schwach sind. Aber wenn du so richtig starke hast und wir haben da richtig starke gehabt, dann siehst du die, also dann siehst du es schon so. Dann, also ich meine, ich habe schon Nordlichter gesehen, wo du einen Schatten gemacht hast am Boden, weil sie so stark gewesen sind oben. Okay. Also man sieht Nordlichter, wenn sie stark sind, schon extrem geil. Das ist wenn man eindrücklich. Wenn der auf eine Fotoreise kommt, dann ist das garantiert, dass man so Bilder machen kann. Nein, ich finde es leider nicht. So einen guten Draht gegeben habe ich nicht. Okay. Bin ich noch am Arbeiten, ich bin die Connection noch am Aufbauen dort. Aber, das ist glaube ich schon eine Schwierigkeit. Du gehst nach Hause hin, hoffst auf Nordlichter, aber sie kommen dann nicht. Das Ding ist ja das, Nordlichter kommen eigentlich immer. Ja. Also ich bin... Vor 2 Jahren, als ich mit meinem Bruder in Island war, haben wir eine lustige Situation gehabt, haben wir so 2 Typen getroffen. Dann sind wir haben wirklich jede Nacht Nordlichter gesehen. Und dann haben wir die 2 getroffen und die sagten, so, ja, sie sind jetzt schon Wochen da, sie haben nicht ein Nordlicht gesehen bis jetzt. So, wir haben jede Nacht gesehen. Was haben die? So, ja. So, ja, was? Hey, wir sind jede Nacht vor 2-mal aufgestanden und haben rausgeschaut. Wenn ich, ja, okay. Also weißt du, wenn du 2 Sekunden an den Himmel rausschaust, musst du die Chance. Also, wie sagen wir, hast du Glück gehabt, dass du in dem Moment dann wirklich das Nordlicht siehst. Also, die kommen noch gönnt. Die kommen noch gönnt. Und ich meine, es gibt Forecasts und die sind mittlerweile recht genau. Es gibt ja sogar Karten, wo du siehst, wie die Wellen noch kommen. Aber eigentlich das Wichtigste ist, dass du draußen bist. Wenn du in der Wohnung bist, siehst du es nicht. Und wenn du 2-mal in der Nacht 5 Minuten aufstehst und den Himmel so schaust, dann. Also, Wahrscheinlichkeitsrechnung und so. Genau, das ist wieder die Planung, die dann drin spielt. Genau, also jetzt, ich meine, das zum Beispiel, das ist auf einem von meinen Island-Workshops aufgenommen worden. Wir haben jetzt im März den nächsten, also der erste ist ausgebucht, jetzt haben wir gerade den zweiten noch aufgeschaltet. Das ist der Spot, wo wir eigentlich meistens auch die Nordlichter probieren zu machen mit den Leuten, wenn es irgendwie geht, weil es halt Nord ist, wo unglaublich geil ist und man gut kann die Leute aufstellen. Und jetzt gerade in so einem Bild, das ist eine Mehrfachbelichtung, also es ist zwar alles in der Nacht, aber bei Nordlicht ist die grösste Herausforderung eigentlich, genug Licht aufs Bild zu bekommen und nicht so lange müssen belichten, weil mit Nordlicht kannst du noch weniger lang belichten als mit Sternen. Meine, bei Sternen hast du die 300, also 500 Regeln, 300 Regeln, 210er Regeln, was auch immer. Du musst rechnen, wie lange du belichten kannst, aber die Nordlichter, wenn du es gerade so ist, also wo so ein Vorhang ist, eigentlich ein Teil davon, die bewegen sich sehr schnell hin und her. Wenn die länger als 2-3 Sekunden belichtest, dann siehst du unter Umständen gar genau. Nicht mehr. Ja. Genau. Also du siehst schon, du hast einfach eine homogene grüne Fläche vor dir. Grüne Fläche, du siehst es da sehr gut, der ganze untere Teil ist von der Langzeitbelichtung. Ja. So sieht dann auch der Himmel aus, einfach grün leuchten, mit keiner Bewegung mehr drin. Das ist jetzt eine kombinierte 7-Minuten-Belichtung mit der 2-3 Sekunden für den Himmel oben dran. Dass ich einerseits genug Licht im Ganzen drin habe, also genug hell ist das Ganze, aber gleich noch meine Nordlichter richtig habe. Stellst du nicht mehr eine Kamera an oder hast du durch das, dass mehrere, also lange Zeit hast du mehrere Kameras, damit kannst du verschiedene Sachen ausprobieren? Nein, ich stelle immer eine an. Also ich habe immer nur eine dabei. Ja. Irgendwie. Ich konzentriere mich lieber auf ein Bild und mache das richtig, als dass ich 5 Sachen so halb mache. Das stimmt. Das ist ja, ist klar, ist legitim. Wie hoch sind die Anforderungen als Material? Weil eben, shit in, shit out. Ja, schön. Ich habe mich vorbereitet. Was brauche ich für eine Kamera, um das zu machen? Also sicher lichtstark. Wahrscheinlich durch das auch Vollformat, damit ich möglichst weniger ausverhalte. Das Ding ist halt leider schon so in der Fotografie, ist, je hochwertiges Material ist, desto
bessere Bilder kommen raus, beziehungsweise desto einfacher gesehen, ja. ist es auch. Ja. Wenn du kommst mit den meisten aktuellen Kameras, also ich rede jetzt nicht von einer 200 Franken Kompaktkamera, aber ich meine so ab dem mittleren Preissegment kommst du eigentlich mit jeder Kamera schlussendlich zum Ziel. Mhm. Der Aufwand ist einfach grösser. Also Stichwort weniger Dynamik, heisst du musst mehr stacken, die Belichtung, also die Helligkeit. Stichwort stärkeres Rauschen, das heisst du musst dir eine Technik aneignen, wo du das Rauschen wegbringst. Wenn du schlechtere Linse hast, dann hast du halt mehr Verzerrungen und so. Also es ist immer die Frage, wie viel Kompromiss willst du eingehen und wie wichtig ist das Maximum rausholen. Aber sag mal, ich meine, ein Koch macht, also ein guter Topf macht keinen guten Koch. Aber wenn der Topkoch auch einen perfekten Topf hat, dann macht er halt einfach besseres Essen damit, weil sie nicht anbrennt und so weiter und so fort. Genau das Gleiche ist da auch. Also, du bist einem guten Fotografen, Top-Kamera, dann macht er richtig geile Bilder. Du bist einem schlechten Fotograf, 50.000 Franken Hasselblatt, macht er wegen dem gleichen gutes Bild. Das ist so, ja. Also ich kann auch mehr Fotografen gesehen, die mit guter Kamera schlechte Bilder gemacht haben, als umgekehrt. Also, genau. Also, das war so wie ein Spruch. Du warst im, nicht im Oman, in Dubai. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Und da werden wir jetzt schnell zeigen, also ich habe auf meinen Wunsch, wie das Bild sich aufbaut. Das ist mal mehr oder weniger so eine Grundlage. Vielleicht nicht gerade aus dem RAW raus, ein bisschen bearbeitet ist schon. Aber da kommen da verschiedene Ebenen drauf. Also es war einfach nur die RAW-Bearbeitung zuerst bis da. Genau. Also so würden sich die meisten jetzt mal vielleicht so bearbeiten. Und du gehst jetzt hin und hast jetzt noch mehrere, wir haben 5 Bilder total. Der zweite Schritt ist... Das Licht, wo du später drauf kommst. Jawohl, das also ist... Ja, ist ein Sonnenaufgang in dem Fall. Genau, das ist einfach ein Sonnenaufgang. Das erste Bild ist einfach der Hintergrund, also wie halt der Moment, wo der Himmel noch am geilsten ist. Und der ist ja meistens eigentlich früher, als dann die Sonne wirklich da oben ist. Nachher ist es hell. Doch, ist erzählt, er hat nicht mehr so, dass man das schöne Pastellige, was er hat und so. Aber dafür ist die Spitze noch nicht angeleuchtet vom Hotel, habe ich fast gesagt. Ja, das ist von der Moschee. Also das Problem ist natürlich immer, du hast verschiedene Stufen, wo gewisse Sachen gut aussehen und du nimmst einfach all die Stufen. Genau, und bringst noch ein Eisbild rein. Die zweite Stufe ist jetzt das Licht auf dem Dach und genau. Dritte Stufe, man sieht es fast nicht. Ist unter das Weiße. Das ist eigentlich die erste Stufe sogar, die ist noch früher. Also die ist, bevor das Licht da war, also bevor es hell geworden ist, hat es einfach unten so schöne Scheinwerfer gehabt, wo es unten angeleuchtet hat. Jawohl. Also du machst im Prinzip, du einfach das Stativ aufstellen und du einfach... Genau. Nein, ich sehe... Und nachher tust du es zusammenrechnen. Also ich weiß, ich sehe, welche Elemente ich will. Also ich meine, das nehme ich auch völlig, den Teil nehme ich völlig anders auf als den Rest, weil das nicht eigentlich unterbelichtet, damit ich nur das Licht drin habe. Okay. Und du das nachher negativ multiplizieren ins Bild hinein. Und das kannst du dir alles vorstellen, wie es am Schluss aussieht? Ja, also wohl eigentlich im Fall schon. Ich finde es lustig, ich habe das in der Musik früher schon immer mit den Leuten diskutiert und sie fanden, ja, mir ist immer ein Kampf, ich konnte mir nicht richtig vorstellen, was ist. Aber da eigentlich mal, bei der Fotografie geht das irgendwie bei mir schon, weil ich weiß einfach, ich weiß, was ich will, ich sehe jedes Element, ich weiß, was ich will und ich weiß, was soll passieren damit. Klar, manchmal geht es auf, manchmal geht es nicht auf. Aber eigentlich habe ich schon gewusst, ich will das Licht drin haben, ich habe gewusst, ich will ja geschundene Spitze, sonst wäre ich am Abend gegangen. Eigentlich wäre so ein Untergang rein von der Lichtrichtung her besser, aber dann hast du auch keine angeschundene Spitze nicht. Und ich habe gewusst, ich will die schöne Farbe hinten dran. Und der nächste Schritt? Da ist nachher ein bisschen die Farbe gebastelt nochmal und so einfach ein bisschen und mehr Post, dann ein bisschen Orteneffekt und dann wieder... Noch ein bisschen Unschärfe unten, ja. Ja, so ein bisschen Orteneffekt und so. Wie heisst das? Orteneffekt. Orteneffekt, okay. Also so ein bisschen, dass es glowt, dass es ein bisschen mehr leuchtet wieder. Gut, interessant. Deine Follower? Nein, mein dummes Telefon. Jetzt stelle ich mir die Frage, wenn ich das anschaue, kann man das? Wir haben vorhin über Kreativität geredet, dass man das nicht lernen kann, aber das kann man, das ist eigentlich ein Grossteil da ist wahrscheinlich ein technisches Ding. Das kann man das lernen? Meine Techniken kann man ganz klar lernen. Das ist ja eigentlich der Nachteil an dem, was ich mache, dass ich meiner Konkurrenz beibringe, wie sie schaffen müssen. Das ist ja deine Entscheidung, das zu machen. Ja, voll. Ja, ich lebe ja von dem. Wenn man vom Bilderverkauf alleine kann leben. Genau, ich muss mir irgendwas überlegen. Jetzt kann ich in der Musik bleiben und das noch zu 20% machen. Nein, natürlich nicht. Ja, du musst Geld verdienen. Zweimal, genau. Du hast 2 Tutorials gemacht. Eins ist ein Milky Way Panorama, wie man das dort fotografieren und nachher zusammensetzen. Genau, das ist ein Matrix-Pano, ein Milchstraßen-Matrix-Pano. Also,
mehrreihiges Pano mit Milchstraßenbogen drin, wo die Dolomiten aufgenommen. Ich bin 5 Tage mit dem Kamerateam in den Dolomiten gewesen. Das heisst, wir haben wirklich dort schön vor Ort alles aufgenommen. Also vor Ort aufgenommen und nachher am Rechner auf. Dann am Rechner die Nachbearbeitung plus noch ein Erklärungsvideo im Studio, wo ich erkläre, wie ich alles mache und so. Das sind insgesamt etwa 2,5 Stunden Material bei beiden von diesen Tutorials. Es kommen übrigens noch mehr. Also es ist okay. Einfach mal die ersten zwei, die ready sind. Es kommt jetzt noch das nächste etwas, wo es dann noch um einen Single-Shot geht. Es kommt noch ein Milchstraße-Time-Landing. Und wir haben auch schon wieder einen Plan, was wir noch weitermachen. Wir haben jetzt ganz viel geklärt in diesem Tutorial, was wir besser machen müssen. Natürlich, wo, also ja. Rein auf dem Kamera, weil mein Kameramann ist eigentlich, der hat das erste Mal etwas Dokumentarisches gemacht. Das ist ja. Der Atlas Films. Der macht eigentlich sonst Videoclips für, ich hätte es fast gesagt, für die Schweizer Grössen. Mittlerweile ist die Schweiz, also nicht mehr für die Schweizer, mittlerweile für die Deutschen und so. Also auch für den Blick und die Leute in der Schweiz hat er auch gemacht, aber für die richtig Grossen. Und der macht auch nur Musikvideos sonst. Okay. Und der hat irgendwie haben wir gemerkt, dass er teilweise halt eben durch das anders filmt, als man das müsste, sich nervös filmt, weil er sich gewöhnt ist, man kann Stückchen rausschneiden. Und, ja, hat, ja. Und auch ich habe zum Teil Sachen nicht richtig erklärt. Und weißt du, es ist so wie, ja, wenn es zum ersten Mal gemacht, haben beide null Ahnung gehabt. Und wir haben gefunden, wir wollen es richtig machen, darum haben wir es mit einem recht grossen Aufwand gemacht, aber es wird jetzt, also ich meine, also ich will jetzt nicht schlecht reden, weil das Zeug ist, also rein wie die Feedbacks von den Leuten sind, ist es glaube ich recht gut, auch so schon, aber ich kann so denken, ich will das Beste machen, wenn ich etwas mache, es gibt nichts Mittelmaß, es gibt nur das Beste und es muss jetzt noch besser werden, wir haben neue Ideen, wir gehen jetzt noch mehr machen und es kommt noch viel, aber das sind jetzt mal die ersten zwei, die draußen sind, eben das Milchstraßenpano und das andere geht um Langzeitbelichtung, habe ich vorhin schon mal schon angesprochen, es war so eine nicht perfekte Situation gewesen, das Licht hat nicht so wollen, wie wir haben wollen, es ist am Lago Limides, das Milky Way Pano ist übrigens bei den 3 Zinnen. Ja, und dann, beim Langzeitbelichtung ist auch sehr viel in der Nachbearbeitung, wie ich Licht raushole, wie ich ja, ein bisschen bescheisse. Es ist auch ein Timeblending, also ich habe noch Belichtung gemacht, ein bisschen früher, wo noch das Licht auf den Bäumen so drauf ist, wo man das noch mit reinbringt. Also ich kann es jedem nur mal empfehlen. Und eben, was ich vorher angesprochen habe, so von wegen meiner Konkurrenzen, also jetzt doch schon ein paar Konkurrenten, ich sehe, wer die Sachen kauft, und es doch schon auch ein paar Konkurrenten von mir, die in diesem Business auch mit Workshops und so sind, das wo meine Tutorial haben. Gekauft haben. Ja, und das ist logisch. So ein bisschen, Man schaut ja, was Mitbewerber machen. Ja, schon. Aber ich aber will jetzt von einem Mitbewerber das Tutorial kaufen. Ja doch, die wollen ja schauen, was du machst und wie du machst. Aber die Leute gehen da nicht zu einem anderen, weil der günstiger ist oder weil der die besseren Bilder macht, aber sie gehen vor allem wegen der Persönlichkeit zu einem anderen, also zu jemandem. Also wenn ich einen Workshop mache, entweder weil die Bilder sonst niemand macht, oder weil der einfach cool ist. Am besten machst du beides. Am besten bist du genau. Cool und machst gute Bilder. Und dann kommen die Leute, dann kommen sie zu dir und dann können sie zu einem anderen gehen. Aber sie gehen zu dir, weil es einfach bei dir vielleicht spannender ist oder lustiger ist. Und dann kommen die Leute mehrfach. Also das habe ich bei mir auch gehabt. Das ist, obwohl ganz viele andere auch noch tun. Oder sie gehen noch mehrere Workshops, das möchte ich auch. Ja, aber ich meine, das ist ja schon so. Also, du wirst immer Mitbewerber haben. Und ich glaube, das tut auch den Markt ein bisschen anregen, dass du nicht einfach kannst, dich auf den Lorbeeren ausruhen kannst. Ganz etwas klar. Machen. Also, ich meine, als ich vor 4 Jahren mit dem Zeug in der Schweiz angefangen habe, ein bisschen an die Leute kam, bin ich der Einzige in der Schweiz. Ja, es hat niemand sonst das gemacht. Überhaupt niemand. Mittlerweile, wenn ich umschaue, gibt es doch recht viel. Und ich meine, ich weiss, wie ich am Anfang angegriffen worden bin von allen Leuten. So, was das machst du? Und jetzt irgendwie, also mittlerweile hat es sich in der Schweiz doch so weit entwickelt, dass es ein recht grosses Ding an Leute, die so ein bisschen das Hyperreale machen. Und ja, es ist halt so, wenn du ein normales Landschaftsbild anschaust und eins von dir, dann musst du einfach sagen, das von dir ist einfach interessanter. Du musst ja nicht genau so kräftige Farbe, aber es ist einfach dann, es sieht einfach spannender aus, Bild, oder es macht, es löst mehr Emotionen aus, als einfach nur. Aber es geht ja eigentlich um die Emotionen. Genau. Ja, was ich auch lustig finde, ich bin jetzt das Jahr doch im Monat insgesamt im Amiland gewesen. Bei den Amis ist es noch viel krasser. Also ich meine, ich finde so das, was da in der Schweiz immer noch halt der Standard ist, weil sich die alte Garde noch irgendwo immer noch etabliert ist und sich so festhackt dort, ist im Amiland überhaupt nicht. So langweilige, sorry, Landschaftsbilder wie in der Schweiz von der grossen Masse gemacht werden, gibt es in Amerika nicht. Okay. Dort ist alles gross. Ja. Das ist doch in der Schweiz, der Schweizer will es klein machen, der will es, weißt du, super, perfekt, aber es muss nicht grösser sein, es muss einfach super sein. Das ist schon das kulturelle Problem. In Amiland oder so, dann heisst es, ey, noch grösser, noch mehr Farben, ja, noch mehr. Und es ist so. Ja, schlussendlich so, wie es den Leuten gefällt. Ja, eben, das ist unsere Kultur so. Ja, also, weißt, ja. Wir sind so aufgewachsen. Ja. Ich bin zwar nur ein Viertelschweizer, aber ich bin irgendwie gleich Schweizer, weil ich mein ganzes Leben in der Schweiz gewohnt habe. Okay. Also es ist schon, ich kenne das ja von mir selber auch, aber mich hat es einfach fasziniert, was in Amiland so läuft. Finde ich noch krass. Ja, noch das letzte Bild.
Island, wo ich das erste Mal so das Bild vom Flugzeugwrack gesehen habe, dachte, oh, dort will ich auch mal hin. Das ist 7 oder 8 Jahre her. Nicht, wie lange ich es geschafft habe. Dort konnte ich noch anfahren mit dem Auto. Ja, dann bist du aber vor etwa 5 Jahren gewesen oder so. 3 Jahre. Vor 3 Jahren noch anfahren? 3, 4, doch, ich bin dort runtergefahren mit dem Auto. Ja. Ja. Weil jetzt musst du eine Stunde runterlaufen. Ja, laufst du ziemlich genau eine Stunde. Ja. Ja. Je nachdem, wie stark der Wind ist. Aber es lohnt sich sicher, dort hinzugehen. Es ist einer der coolsten Spots. Also es ist einfach cool, das Flugzeug ist einfach am Strand. Kalt. Ja, genau. Und rundum ist es so dunkel, also dunkler Sand. Schwarze Sand. Also, wie vom Mond sieht es aus? Es ist schon ein cooler Ort, ja. Ja. Definitiv. Also, ganz ist Island ist ein cooler Ort. Ja, schon, das stimmt. Es ist einfach überlaufen, halt gewisse Spots. Das ist ein das eigentlich. Ja, ist ja so. Und dann irgendwelche Touristen hast du auf dem Flugzeugwrack mit rumgehen, bei den ganzen Hipstern und so ihren Selfies dort. Und das ist glücklicherweise gönnt die meistens vor dem Sonnenuntergang, wenn es dann zu kalt wird. Also im Sonnenuntergang oder ist man dann gleich alleine. Okay, also hast du im Sonnenuntergang gemacht? Sonnenuntergang, genau. Eine Aufnahme? Nein, das sind... Nein, die Tunnel ist aber schon eine und dann ist hinten dran... 4, 5 verschiedene, okay. Aufnahmen. Nein, also nur schon, weil in dem Moment, wenn ich Sonnenstern im Bild haben, mache ich mindestens 2 oder 3 Aufnahmen immer. Weil der Sonnenstern gibt Flares. Also die ganze Seite auf dort, wo der Flügel und mit der Turbine ist, da hat es ein riesiges Flair drüber gehabt. Ja. Das heisst, ich mache dann noch eine Aufnahme mehr, wenn ich den Finger vor den Sonnenstern habe, damit ich keine Flares im Bild habe. Und mit dem Flares ausretuschieren nachher. Ich könnte das natürlich auch einfach so ausretuschieren, aber ausretuschieren bedeutet immer, dass ich irgendetwas muss vorher noch mitnehmen muss, was er hat. Es geht einfacher, wenn ich das Bild von Anfang an so mache. Dazu arbeite ich auch bei einem Sonnenstern immer mit 2 verschiedenen Blenden arbeiten. Weil Sonnenstern, wissen wir ja, braucht eine vollgeschlossene Blende. Mit einer vollgeschlossenen Blende sind Beugungsunschärfe so stark, dass mein Bild einfach nicht mehr richtig scharf ist. Mhm. Und ich mag es nicht, dass ich nicht ein scharfes Bild habe. Das heisst, ich mache eine Belichtung für den Sonnenstern mit halt 22er Blende oder was auch immer meine Linse kann und tue dann die Blende irgendwie auf ein 11 oder so runter und mache den Rest noch mit der normalen Blende. Plus da ist ja noch die Langzeitbelichtung vom Himmel, die auch nochmal länger gebraucht hat. Ja, das sind alles Sachen, die vorausgehend musst du entscheiden, was du alles machen musst. Das ist einfach ein Erfahrungswert, oder? Oder du musst einfach entscheiden, ich will den Himmel unscharf, Langzeitbelichtung, ich will vorne das Flugzeug scharf, ich will keine Flares, ich will dass du überhaupt dort hingefunden hast, dass das Flair genau stimmt. Oh, das ist unglaublich Glück gewesen. Weil das ist ja auch nicht lange so, das ist vielleicht eine halbe Minute oder eine Minute. Ja, aber ich kann es eigentlich gar nicht so machen. Eigentlich ist mein Ziel gewesen, den Sonnenstern vorne an Ecken zu platzieren. Ja, dort ist relativ, also einfach, dort siehst du nicht, wie er kommt, aber da ist eigentlich das Loch mit. Genau, und ich bin dann so am dort anlaufen und plötzlich leuchtet das Ding durch das Loch durch. Ich so, oh geil, und dann eben, genau wie du sagst, schnell, aber schon zittrig am Werden, so, scheiße, jetzt habe ich nicht mehr lange Zeit, schnell eine Stelle abdrücken und dann stehen lassen und warten, bis der Rest kommt. Okay, cool, sehr cool. Wir verlosen das Tutorial. Ich denke, wir machen es ganz einfach, schreiben einen Kommentar rein, und zwar... Shit in, shit out. Dass es überall reingeht. Dass er, wenn er schlecht fotografiert, hinterher nicht mehr viel machen kann, sondern dass er vorher etwas Gescheites machen muss. Und vor allem in den Kommentaren tun wir ein Tutorial verlosen. Kann er wählen, was er will von diesen Zweien? Ja, kann er wählen, was er will. Im Wert von 70 Stutz ist das gut. Super. Also, kommentieren bitte. Dann frage ich dich, was ich alle anderen auch frage. Wie hat Fotografie? Komm, doch beide. Ich kann beide haben. Ich kann beide haben. Wert von 140 Franken. Gut, beide? Das ist ja. Also, eben, das kostet dich ja nichts in dem Sinn, das ist ja digital. Das ist das Geile daran. Das ist schön. Also, die Skalierbarkeit ist natürlich super, wenn du Workshops verkaufst oder verschenkst, dann ist einfach 2 Plätze weniger, wo dann noch mehr musst Workshops geben. Aber digitale Produkte ist sensationell, habe ich selber auch feststellen. Stimmt, habe ich gehört, hast du auch recht erfolgreich gemacht. Habe ich erfolgreich gemacht, ja. Ich kann das noch zeigen, wie erfolgreich. Ja, unbedingt. Muss ich mit dir darüber reden. Jawohl. Stichwort ist Udemy, das ist so eine Plattform, gibt eine andere Plattform. Das erzählt, aber genau. Das ist eine relativ gute Sache, wenn du so Tutorials sowieso schon hast. Aber um das geht. Wie hat Fotografie dein Leben verändert? Legt mir vollkommen. Von der Musik weg. Musik interessiert jetzt gar nicht mehr. Nein, also ich meine, ich mache keine Musik mehr. Wie lange hast du Musik gemacht? Das ganze Leben. Also ich meine, ich kann als Kind schon immer wenn Musik machen. In der 5. Klasse meine erste Band gehabt. Also weißt du, wie ich mein das Keyboard gehabt und so die Rhythmen nicht laufen lassen und irgendwie dazu gerappt. Das war so Fanta 4-Zeiten und so. Nein, ich habe immer schon im Leben irgendwie Musik gemacht. Aber ich meine, auch mein Umfeld hat sich verändert, alles hat sich verändert. Das ist klar, der ganze Kollegenkreis verändert sich, alles sind plötzlich Fotografen, ja. Ich habe jetzt zwar wieder ein bisschen mit einigen Leuten wieder zu tun, durch das jetzt, weil halt der mein Video gemacht hat, der hat No Basic, also ist Labelchef von
ich würde mal sagen, geilste Schweizer Hip-Hop-Label. Bin ich wieder ein bisschen mehr mit denen um so Leute herum und muss sagen, es hat sich schon, durch das, dass ich den Abstand haben von dem Ganzen, bin ich schon wieder irgendwie jetzt offener dafür. Ich bin vorher so ein recht so engstirnig, es muss so sein, wenn nicht, dann ist nicht gut. Aber mein Leben ist vollkommen anders jetzt. Also ich meine, ich habe mein Leben bis vor 4 Jahren hat sich in Tonstudios, Diskotheken, Bars, das ist geblieben. Aber einfach so Orte. Also ich meine, ich bin nie verrustet gewesen. Ich bin verrustet gewesen, schnell am Nachmittag in der Limmat baden und dann geht's ab ins Studio und in der Nacht in den Club und morgen mit einem Kater aufstehen, dann wieder ins Studio, dann wieder in den Club. Okay. Also mehr habe ich nicht gemacht, das ist nicht meine. Ja, und jetzt bist du einfach die Nacht, triffst dich verrustet rum, schläfst auch weniger von vorher. Das Beste finde ich immer so, wenn früher, wenn wir so in der Nacht um 11, 12 Uhr, bevor wir in den Ausgang sind, dann gehst du in eine 24 Stunden Tankstelle, dich eindecken mit Alkohol und so. Und dann siehst du jetzt so komische Siechen, weißt du, so, du bist voll im Ausgangsstyle und so, Parfüm, schön, Frisur. Heute bin ich einer von diesen komischen Siechen, der in dreckigen Kleidern, Wanderschuhen mit so Bergdreck unten dran, dort reingeht, weil ich gerade zurück vom Shooter komme und die Siechen sehe ich mit gestylt Parfüm und so und die schauen mich so an, was ist das für einer? Und ich denke, ich weiss genau, was du jetzt denkst. Aber du bist heute wahrscheinlich etwa 10-mal glücklicher als damals. Ja, weißt du, genau. Also eben, das, ich, genau, das geht. Das ist ein anderes Leben. Also ich sage, Landschaftsfotografie ist Fotografie und Erholungstherapie zugleich. Wenn egal wie stressig das Leben ist, man sagt, was gibt es Geiles, als wenn du in den Bergen bist, irgendwie mit einem Sonnenaufgang oder mitten in der Nacht mit den Sternen. Egal wie stressig dein Tag ist, egal wie viele tausend Mails daheim erwartet, die du musst beantworten musst, in dem Moment ist gut. Das ist einfach nur gut. Sehr gut. Das ist sehr spannend. Danke vielmals. Danke, habe ich einfach auch. Ja, gern geschehen. Und ja. Gehen zu ihm. Ich mache nicht keine Workshops mehr. Aber er ist der Mann für so Sachen, wenn er Landschaft fotografiert. www.fabioantenore.ch. Wir haben es schon lange eingeblendet. Ja. Gut? Ja, sie würden es eh nicht merken, was ich so gesagt habe. Okay, tschüss. Schönen Abend, tschüss zusammen.